stehen hier mitten in einer riesigen computeranimierten Installation. Und es ist ganz eigenartig, wie sich das tatsächlich auf die eigene Gehirnschale überträgt. Die Gehirnschale, der Kopf, der immer wieder auch sozusagen das Mikrokosmos des Weltalls gesehen wird. Und schon interessant, das alles hat auf der metaphorischen Ebene mit dem Textilen zu tun. Das Textile, die Bedeutung des Textilen von Stoffen für die Entwicklung der modernen Kunst wurde bisher vollkommen vergessen. Und das möchten wir mit dieser Ausstellung ändern. Das heißt, wir zeigen das Wechselspiel zwischen Textil, zwischen dem Material, aber auch der Idee des Textilen und der bildenden Kunst im 20. Jahrhundert. Und zwar angefangen vom Jugendstil bis zu Netzkunstwerken der Gegenwart. Die Besucher, die hier nach Wolfsburg kommen, treffen auf hochkarätige Gemälde aus der klassischen Moderne, also etwa Gustav Klimt ist vertreten, Paul Klee, Henri Matisse, Jackson Pollock und so weiter und so fort. Und sie treffen aber auch, und das ist das ganz Besondere, auf Stoffe aus aller Welt. Und das alles ist sozusagen ganz fein und absichtsvoll auch ineinander gewoben. Und das ist wahrscheinlich das Spannende an dieser Ausstellung, diese Gegenüberstellung zwischen hoher Gemäldekunst, also etwa die Büglerin von Degas, und daneben dann Stoffen aus Kirchenschätzen zum Beispiel, Kirchen- und Messgewänder. Und das ist schon, glaube ich, was ganz Besonderes. Ja, ich stehe hier vor einem Schlüsselwerk von Pistoletta, 1968, die Lumpen-Venus. Dann interessant, wenn man den Blick weiterschweifen lässt, zu dem Gemälde von Valton, 1902, eine Frau, ein Rückenakt, halb bekleidet, die Dame, und dann da voll und ganz bekleidet auf diesem Gobelin aus dem 18. Jahrhundert, die Psyche, die soeben den Amor überrascht. Das ist auch sehr typisch in der Ausstellung, immer wieder diese Sprünge, alt und neu. Es gibt zwar einen roten Faden, einen chronologischen, aber gleichzeitig greifen wir in andere Jahrhunderte zurück. Im Hintergrund sehen Sie, es gibt solche Stoffwände. Das sind nicht einfach irgendwelche Wände, sondern das ist eine Art Rekonstruktion des berühmten Kaffeesamt und Seide, das Mies van der und Lili Reich 1927 für eine Stoffmesse in Berlin eingerichtet haben. Wir stellen sozusagen dieses historische Ambiente nochmal her. Sie sind aber gleichzeitig auch Ausstellungswände. Sie trennen verschiedene Bereiche voneinander und kann sich hier in dem Café niedersetzen. Es ist ja so, dass Gewebe ja sich meistens in der Fläche abspielt. Und in den 50er Jahren finden Künstler den Raum oder den Faden sozusagen in den Raum. Sie dehnen mit solchen Fadeninstallationen, wie beispielsweise hier von Leonard Tone, die Fläche in den Raum aus. Das größte Kapitel ist der Global Art gewidmet, dem Dialog der Kulturen, wie sich die Welt globalisiert. Globalisiert sich natürlich auch die Kunst. Und wir fragen uns, wie können wir die Kunst von völlig anderen Erdregionen verstehen? Und dazu bietet das Kunstmuseum in dieser Ausstellung ein ganz spezielles Modell an, in dem wir einzelne Regionen kreieren, Weltregionen, wie zum Beispiel hier der Orient, und dann aus verschiedensten Epochen, Zeitepochen, aber auch westliche Kunst und östliche Kunst zusammenbringen. Und das Textile spielt eine ganz besondere Rolle, weil es universal ist. Textil ist sozusagen eine Weltsprache. Alle Kulturen haben ihre Erfahrung mit Textilien.
Und wir bieten hier vom Kunstmuseum Wolfsburg aus sozusagen ein Modell an, wie man das in Zukunft sinnvoll darstellen kann. Nähen, Stricken, Sticken und so weiter wird immer teilweise heute ja noch so belächelt und mit Frauenkram, Frauenkunst abgetan. Das ist eine eigentlich völlig überholtes Klischee. Und wir versuchen in dem zentralen Kapitel Spider Women vier der ganz zentralen feministischen Künstlerinnen zusammenzubringen, die ausdrücklich mit diesem Medium des Textilen arbeiten und es versuchen umzuwerten, positiv zu bewerten. Menschsein heißt Leben mit Stoff. Die Technik des Webens, das ist eine Kulturtechnik. Ohne die würden wir jetzt noch auf den Bäumen sitzen. Das Weben hat uns nicht nur die Kleidung gebracht, die uns schützt vor Umwelteinflüssen, sondern hat uns auch das rechtwinklige Ordnungsprinzip gebracht, mit dem wir überhaupt fähig sind, Welt zu erfassen.